In ihrem neuen Video packt Dagi Bee einige Geheimnisse über die Social-Media-Branche aus. Sie beantwortet unter anderem die Frage, ob sie mal schlechte Erfahrungen mit einem Influencer gemacht hat. Einen Namen nennt sie nicht, aber die Fans sind sich ziemlich sicher, dass sie den YouTuber Marvin Magnificent meint. Ich hatte mal Kontakt mit jemandem, den ich echt cool fand. Und wir haben uns echt gut verstanden, wir haben echt viel gequatscht. Diese Person hat sich sogar bei mir ausgeheult wegen manchen Sachen, über andere Influencer sogar. Ja, aber diese Person hat dann auf einmal angefangen, Scheiß über mich zu erzählen bei anderen. Und diese anderen sind dann zu mir gekommen und haben es mir erzählt. Bis dann meine Make-up-Marke rauskam. Und eventuell gab es auch paar Videos darüber, die nicht so schön waren. Ich würde nicht sagen unter der Gürtellinie, aber sie waren einfach sehr gemein gegenüber jemandem, den man als Freund bezeichnet. Den Kontakt hat Dagi Bee abgebrochen, als die Sticheleien nicht aufhörten. Spricht die YouTuberin hier wirklich über Marvin? Er war Gast bei der Boutique Party, aber auf Instagram folgt sie ihm nicht mehr. Schaut man sich jetzt Marvins Boutique Review an, könnte es schon passen, denn er kritisiert einige Dinge ihrer Beauty-Marke. Ich muss halt sagen, für mich ist der Pinsel halt viel zu groß und voluminös. Also es kommt halt nicht so richtig was auf den Brush. Das Einzige, was mich gerade ein bisschen nervt, ist der Geschmack, um ehrlich zu sein. Mir ist das irgendwie so zu süß. Ich meine, irgendwie dann auch das Gefühl, man muss die ganze Zeit deine Lippen auch so ablecken. Ich habe das Gefühl, ich habe so Essen auf den Lippen. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie nicht so mein Ding, aber es ist ja persönlich. Und auch über andere Influencer packt Dagi jetzt aus. Was sie genau sagt, erfährst du im Link in der Infobox. Für mehr spannende Videos abonniere unseren YouTube-Kanal startzip.de.